Liebe Freundinnen und Freunde, wir stehen heute wieder hier. Seit 17 Jahren versuchen wir, den Fall Uri Chado zu klären. Uri Jallo ist Anfang der 2000er Jahre aus Sierra Leone nach Deutschland geflohen und hat hier in Roßlau, das ist unweit von Dessau, als Asylbewerber gelebt. Er war sogenannt geduldet hier in Sachsen-Anhalt. Er war an einem 7.1. im Telecafé hier in der Stadt und ist dann zu einer Kneipe, zu einer Art Disco gegangen und hat dort ein bisschen getrunken und dann morgens hier in Dessau auf der Straße Frauen angesprochen, weil er telefonieren wollte. Und die Frauen fühlten sich belästigt, haben die Bullen gerufen. Und dann hat das Ganze seinen Lauf genommen. Die sind gewalttätig gegen ihn vorgegangen und haben ihn dann mit aufs Revier genommen, rechtswidrig, und haben ihn ein paar Stunden später dann verbrannt. An Händen und Füßen gefesselt. In der Polizeizelle. Im Kern geht es der Community und der Familie vor allen Dingen darum, dass diese Kriminalisierung von Uri Jallo aufhört, dass man sagt, es hätte überhaupt einen Grund gegeben, ihn festzunehmen. Das ist ja gerichtlich festgestellt worden, dass das alles rechtswidrig war. Aber eben auch der Umstand, immer noch zu behaupten, er hätte sich selbst angezündet, obwohl in dem Gericht nachgewiesen worden ist, 7 Jahre später, dass sozusagen das Feuerzeug nicht in der Zelle gewesen sein kann. Ein anderes Feuerzeug war nicht da. Das hätte man in der Übersichtsaufnahme gesehen. Und wir haben fast jedes Jahr in Kontakt gestanden mit Gutachtern, haben Gutachten aus dem Ausland organisiert und zuletzt eben ein Brandgutachten erstellt mit einem Brandexperten zusammen aus Großbritannien und einem professionellen Filmemacher. Und was wir erreicht haben, ist ein Brandbild, was nahezu identisch ist dem, was am Tatort im 7.1. vorgefunden wurde. Und mit diesen neuen Gutachten gehen wir halt gerichtlich weiter. Wir unterstützen die Familie im juristischen Weg der Aufklärung, aber wir vertrauen eben nicht auf diese Justiz und haben deshalb gesagt, wir machen trotzdem weiter und so lange weiter, bis wir aufgeklärt haben, was aufzuklären ist und was aufgeklärt werden muss. Und ich denke, auch darauf warten die Leute, weil alle wissen, dass Uri verbrannt wurde. Nur die Justiz wird es nicht zugeben. Auch wenn die Justiz jetzt der Initiative unterstellt, Verschwörungstheorien zu verbreiten, muss man doch im Angesicht der Fakten, die die Gutachten erbracht haben, sagen, dass das wissenschaftlich fundierte Beweismittel sind, also keine Verschwörungstheorie. Und dass auf der anderen Seite die Selbstentzündungshypothese eine Hypothese, also eine Theorie ist. Und die wird sozusagen nicht nur von einer Person, dem Täter oder den Täterinnen, sondern auch von der Staatsanwaltschaft, auch von den Gerichten geteilt. Und da sind wir bei dem, was eine Verschwörung ist, ist ein Zusammenwirken von verschiedenen Menschen zum Nachteil von Dritten. Und der Dritte in dieser Situation ist natürlich Uri Jallo, aber auch die gesamte schwarze Community, weil das macht etwas mit Menschen, wenn schwarze Menschen in Deutschland einfach in der Polizeizelle verbrannt werden können und damit durchkommen in einer Art und Weise, die vor Zynik und Ignoranz nur so trieft. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass wir ja, so ein Verbrechen, wo es so offensichtlich ist und das so schrecklich ist, jemanden an Händen und Füßen anzuketten und zu verbrennen, dass das nicht einfach durchgehen kann. Es ist einfach so, so, so schlimm. Und eine Gesellschaft, die schweigt dazu, das ist noch, also das setzt dem Ganzen so die Krone auf. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Menschen verstehen, dass das Realität ist und dass sie vor dieser Realität nicht weglaufen können und dürfen.